Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, eure Tagesdosis Angeberwissen. Ja, ich bin der Sashi und ich bin der Till. Ja, genau. Und wir reden heute über den 23. Ein Geburtstagskind. Ja, 23. Oktober. Ja, das ist ja heute. Ja. Und wer hat Geburtstag? Gummo Marx. Das ist jetzt nicht Bruno Mars, sondern Gummo Marx. Das ist einer von den Marx Brothers. Die Marx Brothers, okay, alles klar. Wie viel gab es denn von denen? 4 oder 3? Ich glaube 4. 4 Marx Brothers und der war Gummo Marx. Gummo. Bescheuerter Name, ehrlich, Gummo. Egal. Also der hat heute Geburtstag eigentlich. Also hätte er gehabt. Hätte Fahrradkette. Und wann ist er Geburtstag? Wann ist er geboren? Das war schon ziemlich früh. Das war 1892. Und 1894 geboren. 1892? Mhm. Und 84 ist ein stolzes Alter für die Zeit, ne? Ja, auf jeden Fall. Okay. Am 23. Oktober, Achtung, am 23. Oktober, 4004 vor Christus. Ja, jetzt guckst du blöd, ne? Ja, ganz so gut. Ist nach den Berechnungen des anglikanischen Theologen James Usher, also nicht der Sänger Usher. Oh, heute haben wir, oh. Ja, sondern nach James Usher, dem Theologen, der 1581 geboren ist und 1656 gestorben ist. Ja, bist du noch dabei? Ich bin noch voll dabei. Wurde genau an diesem Tag, am 23. Oktober 4004 vor Christus, exakt um 14.30 Uhr das Universum von Gott erschaffen. So. Ja. Jetzt guckst du blöd, ne? Ja. Also, am 23. Eigentlich hat heute die Welt Geburtstag. Nein, das Universum. Ja, ach so, ja, genau. Das Universum ja auch, ja, genau. Die Welt ist ja auch dann erschaffen worden, oder nicht? Ja, das hätte noch ein paar Tage gedauert, weil ach so, ja, genau. Und so, weißt du? Ja, genau. Auf jeden Fall, das Universum wurde von Gott erschaffen am 23. Oktober 4004 vor Christus. Und das wurde ganz genau berechnet. Ja, wie von realistisch. James Usher. Was denn? Was willst du? Willst du das anzweifeln jetzt oder was? Ich zweifle das an, aber ich habe in Bezug auf Universum und Weltraum und sowas habe ich den Fakt des Tages. Und zwar ist die Sonne eigentlich weiß. Nur durch die Atmosphäre sehen wir sie gelb. Achso, ja. Also, das ist ja wie der Himmel. Der Himmel ist ja eigentlich auch nicht blau. Nein, ist er ja auch nicht. Ja, genau. Und nur manchmal ist er ja rot, weil dann irgendwie so, ah, stimmt, genau. Also das ist alles nur wegen... Hat mit kurzwelligen, langwelligen Licht zu tun und Lichtbrechung. Ach, was er nicht alles weiß hier. Till hier, von Till und seinem Vlog. Boah, ist er schlau. Naja. Weißt du, du weißt ja auch, was konvex und konkav ist, ne? Richtig. Ja, weil du bist ja so ein Brillenheini. Ein Brillenheini? Ja, also so ein... Optiker. Ich bin gelernter Optiker. Ja, genau. Und was ist nochmal konvex? Konvex ist so oder so? Ganz einfach. Okay, jetzt lernen wir noch was hier von Till, alias Till und sein Blog. Also. Mach. Konkav war das. Nein. Konvex? Scheiße, jetzt weiß ich es nicht mehr. Macht der einen auf super schlau und hat keine Ahnung. Natürlich habe ich... Gelernter Optiker ist er. So, also. Ist das Mädchen konvex? Hatte es Sex? Ist es konkav? War es brav? Ah, das ist der, die ah, okay. So rum. Ja, genau. Das musst du kurz nur überlegen, wenn du mich hier mit sowas überfällst immer. Ja, was weiß ich? Ich dachte, du bist gelernter Optiker, du weißt sowas. Ja, ich arbeite doch schon aber seit so Jahren in der Industrie. So eine bescheuerte Eselsbrücke brauchst du. Nee. Konvex? Das, sonst, wenn ich sie bräuchte, wüsste ich sie besser. Konvex, hatte sie Sex? Konkav war sie brav. Ja. Ja, kann man sich merken. Was man hier alles lernt bei Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Morgen sehen wir uns wieder. Morgen ist der 24. Oktober. Morgen hat die Welt den ersten Tag, das Universum den ersten Tag überstanden. Bis dahin sage ich Cheerio, Miss Sophie. Ciao. Konvex und konkav, was ein Typ, ey.